Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Cells. Ja, schon wieder. Ich will das jetzt endlich einmal schaffen mit einer Blutzelle, obwohl ich eigentlich schon zwei Blutzellen habe. Also habe ich schon mal irgendwann mit einer Blutzelle geschafft. Aber ich will diese blöden Tubes am Anfang haben, jetzt ohne Witz. Und dafür muss ich das halt mit einer Blutzelle hier schaffen. Und diesmal, wo grün und rot nicht funktioniert haben, aber ohne Witz, in der letzten Folge war das wirklich einfach nur Item-Pech. Schiebe ich einfach mal da drauf. Und deswegen versuchen wir dieses Mal alles mit lila. Und das ist bestimmt die Taktik, die jeder gut kann, oder? Mit lila. Einfach irgendwelche komischen Sachen irgendwo hinstellen. Hier, alles auf lila, Leute, alles auf lila. Und dann Eulen und so, die machen dann alles für dich. Das ist auf jeden Fall heute mein Plan. Keine Ahnung, ob es überhaupt Waffen gibt, die lila sind, außer Bögen. Aber von mir aus können wir auch einfach Bögen mitnehmen. Und vernichten dann alles mit Bögen. Auch wenn wir jetzt natürlich erstmal noch diese Lee-Socken anhaben, dass wir alles wegkicken können und so. Ist auch ganz witzig eigentlich. Also für die ersten Ebenen geht das auf jeden Fall noch klar, wo man sich noch nicht irgendwie... Kann man hier noch weitergehen? Nee, ne? Wo man sich noch nicht festgelegt hat, auf was man überhaupt spielen möchte, obwohl ich das ja irgendwie schon gemacht habe. Aber bisher ist das noch nicht so wichtig, welche Waffe wir haben, weil jede Waffe am Anfang eigentlich mega schlecht ist. Ich glaube, es gibt noch die Chance auf... Waffen, die keine Farbe haben, das wäre natürlich der Oberknaller. Wenn wir hier eine Waffe finden würden, die sonst vielleicht rot ist oder sowas, die aber in unserem Fall, wenn wir sie denn finden, keine Farbe hat, dann wäre das richtig cool. Weil, wer es vielleicht nicht weiß, die Waffen ohne Farbe, die wirkt, oder was, die funktionieren dann so, wie als wenn sie eine Waffe wären, der Rang... höchsten Mutation. War das verständlich? Ich glaube nicht. Na jedenfalls, wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Punkte in lila habe, dann bringt das ja eigentlich nur einer lila Waffe da irgendwas. Wenn ich jetzt eine rote Waffe habe, dann bringt da halt gar nichts, dass ich die ganze Zeit auf lila gehe. Und bei einer Waffe, die keine, das nehmen wir auf jeden Fall mit, die keine Farbe hat, da zählt das dann so, als wenn ich 20 lila auf diese Waffe hätte. Obwohl diese Waffe eigentlich nicht für lila gedacht ist. So, ich glaube, das war verständlich. So, ansonsten, der Start ist eigentlich ganz geil, weil wir sind erstens schnell genug, dass wir hier unter 2 Minuten reinkommen. Das ist in der ersten Ebene wichtig, damit man in diese komische Tür reinkommt und sich am besten ein Amulett oder sowas holen kann und natürlich auch für die Zellen und so. Und Frostschlag ist auch ganz geil, ne? Will ich aber nicht. Ich hole mir das Amulett, wie gesagt, weil weniger Schaden immer gut. Mag ich sehr gerne. So, ansonsten, hier werde ich auch wieder nichts machen, sondern mich durch die Türen treten. Wir können auch nichts verbessern, wenn wir kein Geld haben. Und ich gehe dann hier natürlich auch alles auf lila. Wie zum Beispiel Unterstützung. Plus 131 Schaden pro Sekunde, wenn du dich in der Nähe einer stationären Fähigkeit aufhältst, wie zum Beispiel diesem Ding hier. Jetzt haben wir ein plus 1 Angriffs. Plus Gedönsels. Buff. So, ja, ansonsten gehe ich wieder den Weg, der mir als erstes irgendwie ins Gesicht fällt. Also ich werde nicht extra nach einem krassen Weg suchen und ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich hier tatsächlich alles töten sollte oder nicht. Klar, es bringt halt irgendwie Zellen und so und ab und zu auch mal eine Verbesserung, aber ob sich der Zeitaufwand lohnt, ich weiß nicht, Leute. Das ist immer so eine Sache. Will man da jetzt so viel Zeit reinstecken oder will man schnell durchgehen, damit man diese Zeittüren am Ende hat? Das ist eine gute Besserung von den... Gute Besserung. Witzig. Will ich eine... Guck mal, das ist zumindest so halb eine lilane Waffe. Hektische Klinge? Schon mal besser als die Spartaner-Sandalen. Ja komm, nehmen wir mit. Und gucken, was passiert. Aber zumindest mal eine lilane Waffe, die zumindest auch mit lila funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich lilane Waffen gibt. Also die auch mit lila synergieren. Cool, jetzt kann ich ja sogar richtig normal angreifen hier. Ja, das ist ja geil. Also ich dachte nicht, dass es da irgendwas gibt außer Bögen. Ich dachte, lila ist immer nur Bögen und alles, was schießt und fleucht und keucht. Aber anscheinend doch nicht. Das ist ja ganz nett. So, die zweite ist, ich würde sagen, wir nehmen einfach die, die mehr Leben geben. Also ich werde da wahrscheinlich immer mit Rot und Grün abwechseln. Da haben wir noch irgendwas. Ja, komm, können wir verkaufen. Geld ist natürlich auch wichtig zum Verbessern und so ein Scheiß. Ja, es tut mir leid, dass jetzt in letzter Zeit so viel Dead Cells kommt. Es kommt recht gut an, von den Aufrufzahlen zumindest. Aber eigentlich, ich wollte auch eigentlich was anderes aufnehmen. Jetzt in diesem Moment wollte ich eigentlich was anderes aufnehmen. Aber das Spiel hat sich als ein blödes Spiel rausgestellt beim kurzen Anzocken. Und jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich noch aufnehmen möchte. Es ist halt so ein
Roguelike-ähnliches Spiel gewesen, aber aus China und irgendwie nicht so hohes, wie nennt man denn das? So hohes Blablabla-Value? Ich hab vergessen, Production-Value. Kein hohes Production-Value. Wirkte auch eher wie ein Handyspiel und jetzt bin ich mir unsicher, ob ich da tatsächlich besser schon, aber die andere ist halt plus. Ich behalte meine. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich das überhaupt spielen will und wenn, dann ist das nur so ein Trash-Game und dann würde ich das so 10 Minuten aufnehmen. Also ich werde es wahrscheinlich irgendwann trotzdem auch aufnehmen, weil ich das Spiel halt geschenkt bekommen habe vom Publisher. Und aber von der Seite, wo man dann immer noch den Video-Code da eingeben soll, damit die Leute sich das angucken können, was man gemacht hat. Ich bezweifle zwar, dass die Deutsch können, aber können sie sich das trotzdem angucken und sehen dann, oh ja, hier, der hat ganze 30 Aufrufe auf unser Video, also auf sein Video, aber Alter, wir können durch die Gegner durchballern, wie gut ist denn unser Bogen, bitte? Ja, und dann sehen die, aha, der hat was gemacht, schön, hat 30 Aufrufe uns eingebracht, den können wir bestimmt öfters mal wieder was schicken, ja, wir als Chinesen machen das gerne. Für unsere Spiele, die wir nur machen, um Geld zu verdienen und nicht für irgendwelchen Spaß oder so. So sind wir Chinesen. Wir machen Spiele aus Langeweile und um Geld zu verdienen. Ja. Das ist sowieso so eine Sache, ne? Wie findet ihr, wie momentan AAA-Spiele und sowas beworben werden, Leute? Da habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen. Anscheinend ist das alles blöd. Dass die Leute immer mehr so Mini-DLCs rausbringen. Und immer mehr Mikrotransaktionen und so ein Scheiß. Und das hätte es früher nicht gegeben. Okay, Boomer. aber ist halt so. Ist wirklich so. Und als positives Beispiel wurde aber Project Red genannt. Ich glaube, so hießen die. Die hatten noch irgendeinen anderen Namen. Blablabla, Project Red. Die Witcher-Macher. Weil, oh, da ist unsere Kriegseule. Die ist perfekt. Moment, ich Geld nehme ich ja natürlich trotzdem mit. Wenn wir hier gerade schon um Geld reden und so. Gib mal her. 420. It's 420 time. So. Ja, die wurden da auf jeden Fall als gutes Beispiel genannt, weil die anscheinend nur Geld nehmen. Also die updaten ihre Spiele auch. Da kann man bestimmt auch hier Dead Cells reinmischen, weil die updaten ja auch umsonst. Und nur wenn ein richtig großes DLC kommt, dann nehmen sie dafür Geld. Also von, keine Ahnung, mindestens 5 Stunden Spielzeit oder sowas und nicht nur Kleinigkeiten. Oder kosmetische Sachen. Das ist auch sehr in den Vordergrund da gerückt bei dem Artikel. Dass man heutzutage anscheinend sehr häufig Geld bezahlen muss für irgendwelche Skins. Klar, da sagt man dann, ja, ist ja kein Pay-to-Win dann und ist ja alles cool. Macht ja auch League of Legends so. Aber, ja, früher oder auch hier bei Dead Cells wieder auch ein gutes Beispiel eigentlich, kann man halt die ganzen Skins einfach durch Spielfortschritt freischalten. Gut, bei LOL jetzt mehr oder weniger auch, musst du aber sehr viel spielen und Glück haben, weil da kriegt man dann irgendwelche solche Lootboxen tatsächlich umsonst. Die kann man, mit denen kann man dann irgendwas Tolles machen. Dieser scheiß Tentakel hier schon wieder, alles kacke, ich will das nicht. Aber ja, wie seht ihr das, Leute? Ich habe mir halt auch vorgestellt, die Leute, die jetzt nach 2000 geboren sind, ne, die kennen das ja auch gar nicht anders. Also vielleicht ist das für euch ganz normal, dass ihr in Spielen so Mikrotransaktionen machen müsst, um ordentlich weiterzukommen. Oh, aber mich nervt das irgendwie so ein bisschen. Wir haben 60 Leute getötet, ohne getroffen zu werden. Mega gut. Okay. Ich glaube, die Double-Balliste ist geiler. Und die Kriegseule ist halt geiler, wenn man im Level drin. Im Level drin selber ist die Kriegseule besser, aber bei den Endbossen finde ich diese stationären Dinger besser. Okay, wir können zumindest die Kriegseule verbessern. Und dann geht. Nein, jetzt habe ich gar nicht. Oh, ich habe hier nicht das Ygda Urus Liox mitgenommen. Fuck. Na gut, dann können wir wenigstens alle Taktikdinger hier mitnehmen. 199 SPS, wenn sich keine Gegner in deiner Nähe befinden. So, jetzt ist die Frage. SPS, gilt das auch für die Eule und sowas? Ich hoffe schon, dass die Eule dann auch besser ist. Wenn ich einfach nicht beim Gegner stehe? Das wäre cool. Jetzt gehen wir natürlich wieder in die Gefängnistiefen, so wie in der letzten Folge. Bisschen komisch, dass wir hier wieder hingehen und nicht den normalen Weg gehen. Aber ist okay. Wollen wir die... Komm, nehmen wir den mal mit. Eventuell haben wir ja mal ein bisschen Glück. Guck mal, hier ist zumindest mal... Oh nein, die Götter sind erzürnt. So, hier auf Taktik. Was bist du? Multibogen. Oh, der keine Farbe hat. Da haben wir es mal. Keine Farbe und deswegen zählt die höchste Stufe. Macht halt mega Damage, ne? Aber... Ich finde das ganz cool, dass wir einfrieren können. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine Leben verlieren, an gar keinen. Deswegen werde ich jetzt ganz
ganz vorsichtig vorgehen, weil wenn ich einmal getroffen werde, hoppala, dann bin ich halt instant tot. So, wir müssen jetzt 10 Gegner halt richtig vorsichtig töten. Sonst ist alles uncool. So, kannst du die da unten töten? Sonst ja, ist okay. Okay, ich habe Angst vor diesen komischen Ninja-Typen. So, wir warten und machen jetzt alles ganz gechillt. Nix Blödes machen. So, hier, den einmal aktivieren, damit er schneller angreift. Da unten ist halt so ein komischer Gegner. Vor den habe ich Angst. Das ist wieder so ein Ninja-Dude. Oh, man. Come on. Okay, 2 noch. Von dem da habe ich Angst, den da unten? Okay, einer noch. Ich würde ungern den Typen da töten. Wir können ja hier einmal so ein Ding platzieren und dann sollte das hinhauen. Komm, töte einen. Töte einen. Okay, Fluch aufgehoben. Dann hat sich das doch gelohnt. Man muss dann halt mega vorsichtig spielen für eine gewisse Zeit, für 10 Gegner halt. Diese Verlangsamung ist so gut. Wieso habe ich das für nicht benutzt? Aber dafür haben wir jetzt halt so ein Pergament bekommen. Also eigentlich mega gut. Kann man schon ab und zu mal Creedy spielen. Wenn die Ebene natürlich noch nicht so krass ist, dann lohnt sich das noch mehr. Vor allem, der friert ja auch anscheinend ein, dieser Verlangsamungsbogen. Hä? Das ist echt strange. Also die machen ja gar nichts oder sind halt so super langsam, dass das so wirkt, als würden die gar nichts machen. Aber hier, dann machen wir dein Maschinengewehr, du komische Eule. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vor allem, dann muss ich bei den Bossen eigentlich immer nur ausweichen und meine lila Sachen machen dann alles. Klar, wir haben jetzt natürlich recht wenig Leben, wenn wir nur auf lila gehen. Das ist klar. Aber ich glaube, dadurch, dass wir halt die Gegner auch einfrieren können, auf jeden Fall wirkt das hier gerade so, haben wir auch sehr viel Zeit zum Ausweichen und so. Und die Gegner kommen halt gar nicht dazu, um anzugreifen. Und meine stationären Fähigkeiten machen dann alles tot. Ich glaube, das ist ganz cool. Und vor allem, ich werde jetzt halt auch noch stärker, wenn ich an meinen sowohl wenn ich an meiner stationären Fähigkeit dran bin, als auch wenn keine Gegner in der Nähe sind. Ist doch schon ganz geil irgendwie. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also zumindest für eine Bosszelle sollten wir bis zum Boss kommen. So, was war sonst noch los bei mir, Leute? Morgen auf jeden Fall wieder Volleyball. Finde ich geil. Freue ich mich schon. Obwohl da sau wenig Leute sein werden und das bestimmt super strange wird. Mal gucken, ob ich irgendjemand überreden kann, mit mir dahin zu gehen, der sonst kein Volleyball spielt. Das wäre voll toll. Sowieso schade, Leute. Spielen viel zu wenig Leute Volleyball. Spielt mir mehr Volleyball, Leute. Ist ein witziger Sport. Aber sonst habe ich hier noch ein paar Animes geguckt. Oh, ein Fanschlüssel. Was bringt der denn? Keine Ahnung. Zum Beispiel, kennt ihr, es war einmal das Leben? Bestimmt, oder? Das... Aua. Aua, hallo, du tust mir weh und ich habe kein... Ich kannte das auf jeden Fall als Kind, da lief das irgendwann mal im Fernsehen. Das kannten sogar meine Eltern noch, als ich die jetzt neulich gefragt habe. Und das gibt's jetzt auch bei Netflix. Und da lernt man Sachen über den Körper und wie alles funktioniert und Zellen und sowas und alles witzig dargestellt. Und es ist anscheinend sogar ein Anime, das war mir früher auch nicht bewusst. Es war mir jetzt erst bewusst geworden, nachdem ich das bei Netflix nochmal gesehen habe. Ich möchte nicht nochmal zum Auge, obwohl... Katakomben? Komm, damit wir ein bisschen einen anderen Weg gehen. Gehen wir in die Katakomben. Aber ja, den gucke ich die ganze Zeit. Und als Kind hat man da natürlich noch gar nichts verstanden irgendwie. Aber jetzt so als größeres Kind, wo man auch Biologie schon in der Schule hatte und einiges mit Zellen und sowas hatte, die erzählen da tatsächlich ganz schön gute Sachen, möchte ich meinen. Und ich wusste zum Beispiel nicht, das habe ich jetzt erst durch den Anime herausgefunden, dass, Leute, wisst ihr, ich frage euch erstmal so, wisst ihr, wo Blut produziert wird im Körper? Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, ja, das Blut kommt halt einfach so, ne? Ja, das ist einfach so, ja. Und ja, das chillt dann so da rum und ist dann halt im Körper. Aber wo das herkommt, vielleicht ja durch Sauerstoff oder so. Vielleicht, wenn man Wasser trinkt und dann kommt da einfach Blut raus. Keine Ahnung, es verfärbt sich und dann ist das da. Nein, es ist nicht so. Es wird einfach im Knochenmark produziert, Leute. Das habe ich überhaupt gar nicht gewusst. Habt ihr das gewusst? Ich glaube nicht, Leute, das weiß doch keiner. Also meine Eltern wussten das anscheinend, als ich denen das gesagt habe, so ganz überrascht. Leute, wisst ihr, wo das Blut herkommt? Aus dem Knochenmark. Ich dachte halt immer, dass Knochen tatsächlich einfach nur dafür da wären, um ja, halt den Körper stabil zu halten. Aber dann in den Knochen ist nicht einfach nur ein Hohlraum, sondern da ist Knochenmark drin, Leute. Und in diesem Knochenmark wird einfach Blut hergestellt. Das ist voll heftig. Findet ihr das nicht heftig? Also ich finde das heftig. I don't know. Das wäre voll die Erkenntnis für mich. Fucking Knochenmark. Voll heftig. Und jetzt weiß ich, da kommt das Blut her. Und das Blut hat nämlich 2 Kreisläufe, Leute. Das habe ich auch nicht gewusst.
vom Herzen aus. Ein Kleinkreislauf, da geht das zum zur Lunge. Das ist der kleine Kreislauf, da geht auch nicht so viel Blut rum. Und dann gibt es noch den, also da geht das dann einmal vom Herzen zur Lunge und dann wieder zum Herzen zurück. Und dann einen zweiten Durchlauf, ich darf den nicht von hinten angreifen, geht das dann durch den ganzen Körper anscheinend. Mit einem einzigen Durchlauf, was voll heftig ist. Also durch die Beine und durchs Gehirn kommt auch ganz viel. Und überall halt durchs ganze Körper. Ich fand's heftig. War mir so auf jeden Fall nicht bewusst, wie mein Körper funktioniert. Ist mir aber auch eigentlich egal. Ich finde sowieso alles im Körper ekelhaft. Ohne Witz. Äußerlich Körper, alles hübsch, alles toll. Aber sobald es ins Innere geht, Spritzen und sowas finde ich halt auch richtig ekelhaft. Schon allein sich das vorzustellen, super, super weird. Und super ekelhaft. Was heißt denn ekelhaft auf Englisch? Super ekelheftig. I don't know. Wie seht ihr das, Leute? Ich kann das auf jeden Fall gar nicht. Blut sehen ist okay, aber so Sehnen sehen? Sehnen sehen? Oder Knochen finde ich auch ganz, ganz schlimm. Oder wenn irgendjemand eine Spritze bekommt. Oder wenn ich mir alleine vorstelle, Blut zu spenden. Bäh! Das geht gar nicht. Blut spenden, da spendet man einfach einen halben Liter Blut aus deinem Knochenmark. Wer macht denn so? Aua, aua, aua. Wer macht denn sowas? Das ist doch super ekelhaft. Klar, also macht das schon alle. Ist bestimmt super gut und sowas. Oh, da muss ich auch gerade an meine Krankenkasse denken. Bei meiner Krankenkasse gibt es nämlich, ich habe jetzt einfach voll die random Themen, aber das kennt ihr ja schon, Leute. Bei meiner Krankenkasse, die haben so ein Bonusprogramm. Und da kann man dann so jedes Jahr mehrere Sachen einschicken, was man denn für seine Gesundheit tut. Und ich habe da konnte ich jetzt zum Beispiel neulich, hatte ich eine professionelle Zahnreinigung. Und dann konnte ich das da eintragen und dann geben die einen halt so 10 Euro oder was zurück. In Punkten, die man dann einlösen kann. Entweder für Geld oder für Sportgeräte und Stuff. Oder andere Sachen. Und da kann man zum Beispiel auch eintragen, dass man in einem Sportverein ist. Und da ich ja jetzt seit 2 Monaten oder so wieder im Sportverein bin, wegen Volleyball, konnte ich das jetzt endlich nachtragen und habe dafür tatsächlich 15 Euro bekommen. Ja, yeah! Das sind 3 Big Macs. Habe ich auch gleich, bin ich gleich einfach zu McDonald's gegangen und habe mir 3 Big Macs gekauft. Nein, natürlich nicht. Das wäre witzig, ne? Man tut was für seine Gesundheit und geht dann zu McDonald's mit den Punkten, die man dafür bekommt oder für das Geld, das man dafür bekommt und holt sich erstmal Big Macs. Genau dafür ist das gedacht, Leute. Man tut was Gutes, um sich etwas Schlechtes zu tun. Ja. Und da gibt es halt auch noch so andere Sachen, zum Beispiel BMI-Messen, was halt gar kein Aufwand irgendwie ist. Müsste man halt einfach nur einmal zum Arzt gehen. Und ich glaube, dann misst er einen nur und der Größe und so, wie man halt auch selber sein BMI misst. Oder braucht er da auch das Blut, ne? Nee, Bluttest macht er da bestimmt nicht. Weil dann möchte ich das nicht machen. Aber das gibt's da auch und dann kriegt man da auch wieder 10 Euro für so einen Scheiß. Und das kannst du halt jedes Jahr machen. Oder so Krebsfrüherkennung, aber da müssen die bestimmte Spritze machen, deswegen werde ich das nicht machen. Oder zum Beispiel auch so sportliche Anerkennungen. Ich weiß nicht, wie die das genannt haben. Die haben das irgendwie anders genannt. Aber irgend so eine Urkunde, dass du halt an irgendeinem Turnier teilgenommen hast oder sowas, kriegt man da auch 15 Euro für. Und so kann man mit sportlichen Aktivitäten Geld verdienen. Das finde ich witzig. Also man tut sowohl seinem Körper was Gutes und verdient damit auch noch Geld. Wie geil ist das denn, Leute? Müsst ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Also, ich weiß nicht, ihr seid vielleicht noch ein bisschen zu jung, einige von euch, dass ihr gar nichts wisst von eurer Krankenkasse. Aber ich habe erfahren, dass viele Krankenkassen ganz offensichtlich solche Bonus-Apps haben. Da könnt ihr einfach mal nachgucken. Einfach mal nachgucken, was ihr für eine... Bohrfaken. Aha. Was ihr für eine Krankenkasse habt und dann mal gucken, ob die irgendein Bonusprogramm haben, ob die auch eine App haben vielleicht. Dann könnt ihr da auch so Sachen eintragen. Schadet ja nichts, nicht wahr? Wenn man da dann so im Jahr 50 Euro nochmal bekommt, einfach nur dafür, dass man sich sportlich betätigt. Ich weiß zum Beispiel auch von einem Kumpel, der ist bei einer anderen Krankenkasse. Ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Krankenkassen. Allgemein für Krankenkassen mache ich vielleicht Werbung. Und bei dem, der kriegt zum Beispiel 1 Euro jeden Tag, wenn er am Tag seine 10.000 Schritte geht und die da dann in der App einträgt. Auch ganz geil. Im Jahr dann 360 Euro oder was. Mega gut. Wahrscheinlich ist das irgendwann gekappt, dass man nur, keine Ahnung, 90 Euro im Jahr dafür bekommt. Aber finde ich trotzdem ganz geil. Und ich finde noch geiler, gerade im Spiel, dass wir das tatsächlich schaffen. Die ganze Zeit auf Schwarze Brücke. Jetzt erst. Oh. Erster Boss erst. Ich dachte, wir sind viel schneller. Oh nee. Dass wir es tatsächlich schaffen, auf Lila zu gehen. Achso, nee, von dir will ich nichts.
Oh, aber unsere lila Waffe hier ist voll stark, die wir hier haben. Das hier würde ich gerne noch verbessern. Da fehlt mir immer so wenig Geld. 200 Münzen, Alter. Na gut. So, erster Boss. Eigentlich gibt es ja auch nur drei Boss. Nee, vier. Vier Bosse. Oh, wir sind schon wieder 20 Minuten in-game hier. Das dauert schon wieder zu lange. Was habe ich denn so lange gemacht? Der Portier war anscheinend früher der erste Boss. Habe ich herausbekommen. So, und den sollten wir jetzt nämlich eigentlich easy peasy töten können. Ja, guck mal, wie schnell er Leben verliert. Ich muss eigentlich nur ausweichen und dann ist halt alles easy. Ich muss ihn nicht mal angreifen. Ich kann ihn einfach... Hier, nimm das. Wir werden noch stärker, wenn wir an ihn rangehen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, den da auszuweichen. Wenn er sein Feuer auf dem Boden macht. Wenn er das nämlich macht. Wenn er verlangsamt ist, dann ist das ein bisschen komisch auszuweichen. Guck mal, sogar geschafft, ohne Leben zu verlieren. Von wegen parieren. Keiner braucht parieren. Guck mal, ich habe sogar zweifachen Bonus hier. Achso, weil kein Gegner in der Nähe ist und weil ich neben so ein Ding hier stehe wahrscheinlich. Kurze Granate. Brauche ich alles nicht. Ganze Geld nehmen wir mit. Danke, danke. Auf zu Versiedlung. Ja. Yeah. Dann, weil wir kein Leben verloren haben, können wir jetzt durch diese zweite Tür hier durch. Kriegen dafür wieder Geld. Der Celsia. Komischer Schild, der eigentlich ganz geil ist, aber will ich nicht. Ich bleib bei meiner frostigen Entwicklung hier. So, guck mal, jetzt können wir hier 158 Zellen einfach reinpacken. Oh, meine Maus ist auf dem ersten. 25% der gefundenen Gegenstände werden der Qualitätsstufe plus zugeordnet. So, jetzt können wir auch endlich das Ding hier endlich mal verbessern. Jetzt brauchen wir nur noch 22.000. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den Eisbogen verbessern will, weil mit dem Eisbogen, den wir gerade haben, können wir durch Gegner durchbohren und das ist, glaube ich, ganz schön stark. Habe ich doch Leben? Ich habe doch Leben verloren. Warum? Oh, egal. So, wir gehen einfach mal den Weg hier. Oder? Nee, das war... Wollen wir doch die Ufersiedlung uns angucken? Na komm, wir gehen in die Ufersiedlung. Wir gehen wieder den ordinären Weg. Den kennen wir wenigstens und dann ist da nicht irgendeine Kacke. Ich habe euch ja letztes Mal schon den Friedhof und die Gefängniszelle und so gezeigt. Das muss lang, Leute. Das muss lang. Ein Match, wo ich euch das zeige, muss lang. So. Ey, der Bogen ist aber so gut, dass ich damit auch durch mehrere Gegner durchballern kann. Das ist ja so geil. Bleibt die Eule bei mir? Ja, tatsächlich. Hier ist die Eule auch wieder richtig nice, bei diesen ganzen fliegenden Sachen und sowas. Ultra Netcore. So, okay, ich glaube, durch die Ufersiedlung werden wir mal ein bisschen waschen. So, dass dann irgendwann unsere komische Rune da halt aktiviert. Dann holen wir uns kurz unsere... Okay, hier brauchen wir gar nichts. Dann holen wir uns kurz die Verbesserungsteile. Und dann gehen wir hier auch ganz schnell weg. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nicht so große Lust auf die Ufersiedlung, weil es hier doch einige komische Gegner gibt. So, wir müssen natürlich trotzdem in einige Räume rein, weil wir brauchen zwei Schlüssel in dieser Ebene. Den ersten haben wir schon. Und der zweite folgt hoffentlich zugleich. Hier ist zumindest nochmal eine Rolle. Roll. Ich wüsste halt wirklich gerne, ob diese lila Dinger auch für meine Eule zählen. Das wäre halt mega gut. So, ich weiß zwar nicht, was ich hier haben wollen würde, deswegen gehe ich auch wieder. Okay, schön, dich mal kennengelernt zu haben, komischer Shopkeeper. Zack. So, dann gehen wir nochmal in den einen Zellentor-Dingsbums hier rein. Tau, alles töten, wow, so viel Action. Also das macht der jetzt aber wirklich gut mit der Action. Man fühlt sich permanent, naja, wenn man zumindest die richtigen Waffen hat, recht stark. Man ist die ganze Zeit unter Action und so. Macht schon echt Spaß. Weiß gar nicht, warum ich das so lange Zeit nicht gespielt habe. So. Worf ist zwar lila, aber will ich trotzdem nicht. So, alle einfrieren, da sterben sie wieder alle. Easy. Ja, was sonst? Ich habe noch andere Anime. Ach, ich habe jetzt übrigens 100, die 100 Anime. 100 abgeschlossene Anime habe ich jetzt endlich hinbekommen. Und das weiß ich dank MyAnimeList. Holt euch alle MyAnimeList, Leute. Ist eine super Seite, wo ihr eure Animes eintragen könnt. Und dann geben sie euch tolle, neue, auf euch zugeschnittene Animes, die ihr bestimmt mögt und so. Das ist ganz toll. Und da habe ich jetzt die 101 Anime abgeschlossen. Ich glaube, der letzte Anime, den ich abgeschlossen habe, war Death Parade. Ein sehr merkwürdiger Anime, kein ordinärer Anime auf jeden Fall. Wo es irgendwie darum geht... Okay. Ach, du bist der Elite 40. Ich dachte, der andere Typ, aber okay. Wo es darum geht, dass jemand gestorben ist. Ja. Stirbt jemand und dann kommt er in eine Bar. Und in dieser Bar
ist dann ein Dude und der will dann mit dir ein Spiel spielen und in diesem Spiel geht's mehr oder weniger um Leben und Tod. Zumindest wird den Menschen das gesagt. Und in diesem Spiel soll dann klar werden, wie der Mensch im Leben drauf war, weil in dieser Zwischenwelt wissen die Schiedsrichter nicht genau, wie die Menschen drauf waren und diese Spiele sollen dann halt die wahre Natur des Menschen aufdecken und daraufhin sollen dann die Schiedsrichter, was halt ein Schiedsrichter so macht, die richtige Entscheidung fällen, ob dann der Mensch in den Himmel oder in die Hölle kommt, ganz einfach gesagt. Aber eigentlich geht es darum, ob der Mensch wiederbelebt wird oder ins Nichts fällt. Aber quasi Himmel oder Hölle. Nur halt, dass der Himmel die Wiedergeburt ist. Kann man jetzt auch interpretieren, wie man will, ob das Leben wirklich himmlisch ist. Oder ob man das tatsächlich zweimal machen möchte, ob man da zweimal durchgehen will. Durch diese ganze Tortur. Aber ja, darum geht's da. Und irgendwie ist da dann... ich glaube, da würde ich zu sehr spoilern, wenn ich das sagen würde, was ich gerade sagen wollte. Deswegen lasse ich es mal lieber. Aber hier ist ein schöner Anime, geht auch nur 13 Folgen, wie halt so ein normaler Anime, oder 12 oder so. Da ist noch irgendeine Kiste. Wollen wir uns die Kiste holen? Wir holen uns die Kiste. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schön, schön kurzweilig auf jeden Fall. Und ja, lässt dann noch ein bisschen nachdenken. Ich fand ihn auf jeden Fall ganz, ganz nett. Habe ich an 2 Tagen durchgebinged. Kann man machen, Leute. Und ich habe noch Free angeguckt. Free ist ein... sogar beide Staffeln, aber das ist schon ein bisschen her. Aber das ist ein Board-Anime, ein Schwimm-Anime. Vielmehr. Fehler. Den hätte ich haben wollen in der letzten Folge, aber okay. Sport-Anime, Schwimm-Anime. Heißt, man sieht da sehr viele trainierte, nackte Oberkörper von Männern, die alle ganz süß sind und keine Ahnung. Und die schwimmen dann da. Und die erste Staffel fand ich nicht so geil, aber die zweite Staffel kann man sich auf jeden Fall geben. Nur so am Rande. Das waren meine This is Anime-Ecke für heute. Und nächstes Mal bei This is Anime-Ecke. Wir reden über Goblin Slayer, weil er das gerade guckt. Zumindest die erste Folge. Und die war sehr brutal. War sie wirklich. Voll heftig. Apropos Anime, Leute. Guckt ihr Anime, wenn ja welche? Das interessiert mich sowieso immer. Das könnt ihr immer in die Kommentare schreiben. Welche Anime ihr guckt, was ihr da empfehlen könnt. Aber bitte, bitte nicht solche Standard-Anime, die jeder guckt. Also so Death Note oder, keine Ahnung, Pokémon oder Attack on Titan, was halt wirklich jeder guckt. Sondern so ein bisschen nischigere Anime, das wäre ganz toll. Und wie ihr sie guckt. Also guckt ihr sie auf Englisch, Deutsch? Guckt ihr sie legal oder auf irgendwelchen dubiosen Seiten? Nein, das schreibt ihr bitte nicht rein. Also ich gucke ja gerne auf Deutsch tatsächlich und kriege dafür immer ganz viel Hohn und Spott von meinen Freunden, wenn ich das sage. Wie kannst du das denn auf Deutsch gucken? Die übersetzen doch immer alles ganz doofe. Und es sind immer dieselben Synchronsprecher. Das kann man doch nicht machen. Aber ich finde die Synchronsprecher tatsächlich mega geil. Da gibt es so einige gute. Zum Beispiel den Sebastian Schulz. Könnt ihr mal googeln, der ist richtig toll. Oder andere. Ich habe den Namen vergessen. Christian irgendwas. Ist auch ganz toll. Dieser Sebastian Schulz, der spricht zum Beispiel bei Herr der Elemente. Also bei Avatar, Herr der Elemente. Da spricht er zum Beispiel den Prinz Ozu. Aua, das tut doch weh. Bitte unterlassen Sie dies. Und die Stimme finde ich halt einfach mega geil. Ohne Witz. Die Stimme ist so gut. Da höre ich mir die auch gerne in 80 Milliarden Animes an. Wenn die Stimme halt so geil ist, die kann man sich auch immer wieder geben. Oder zum Beispiel die Stimme vom deutschen Hinata von Haiku. Der war zum Beispiel auch bei dem Free-Anime drin. Fand ich auch mega gut, dass er da wieder drin war. Vor allem, weil das ja beide Sport-Anime sind. Und der hat in beiden Fällen so, eine schrillige Figur bekommen. Finde ich nice. Und die höre ich mir dann auch gerne an. Das sind halt so ja, nette Anime, wo man sich das gerne anhört. Also wie guckt ihr eure Anime? Lieber auf Japanisch und dann Untertitel und dann muss man immer lesen, das ist halt super anstrengend. Oder halt auf Deutsch und seid ihr so wie ich und ein bisschen faul und stört euch die deutsche Synchro nicht. Also mich stört sie halt wirklich gar nicht. So.
Was mich auch interessieren würde, wie guckt ihr meine Videos? Jetzt mal ohne Witz. Also erstens, wann guckt ihr meine Videos? Beim Frühstücken oder wenn ihr ins Bett geht, zum Einschlafen oder so, keine Ahnung. Dann vielleicht noch eine interessante Frage. Ich verliere wieder viel zu viele Leben. Das Blöde ist, ich kann mich nicht einmal voll heilen nach dieser Ebene. Interessante Frage. Guckt ihr auf einfacher Geschwindigkeit? Also, ja, mit 1 oder mit 1,5-facher Geschwindigkeit? Oder wie guckt ihr? Ich gucke zum Beispiel beim Jay immer mindestens in 1,5-facher Geschwindigkeit, weil er mir schon zu langsam redet. Ja, jetzt ist diese durchbohrende Wirkung hier weg. Das ist natürlich Kacke. Naja, machst du nix. Oh, ich kann mich doch voll heilen, okay. Ja, oder wie macht ihr das? Oder spult ihr vor? Immer mal so alle 5 Minuten mal kurz reingucken, was labert Dizzy da? Und kommt er überhaupt weiter? Und wie scheiße spielt er da und da? Oder wie macht ihr das? Und wann macht ihr das? Und überhaupt, das wird mich alles sehr interessieren. Ich glaube, ich rede nämlich ein bisschen zu schnell, als dass Leute das auf einer höheren Geschwindigkeit gucken würden. Aber vorspulen kann ich mir schon vorstellen. Guck mal, das ist so geil mit Lila. Da ist sogar die richtig einfach. Man kann sie halt einmal... Okay, warte, jetzt muss ich einmal kurz ausweichen. Dann einmal einfrieren, dann ist sie verlangsamt. Macht nicht mehr so viel. Mega gut, die ist ja gleich schon tot. Wieso habe ich mir überhaupt... Oh, ey, wieso gehe ich bei dir auf Nahkampf? Wäre ich auch einfach... Aua, okay, ja, jetzt macht sie wieder voll den Damage. Ich hätte einfach von Anfang an auf Lila gehen sollen. Das war ja der einfachste Kampf meines Lebens. Ich musste mich nicht mehr heilen. Mann, und gegen so eine blöde Kuh hatte ich die letzten Male immer Probleme. Ich brauchte nicht mal meine Eule für die. Oh, 6000 Damage hat die Armbrust gemacht. Krass, aber dafür muss man halt wieder nah dran stehen. Okay, letzte Ebene. Kann sogar sein, dass wir es diesmal in unter 50 Minuten schaffen, Leute. Wie krass wäre das denn? Hi, hier kriegst wieder alles. Bling. Danke und tschüss. So, jetzt halt wieder die alte Leier. Ich darf hier, in dieser Ebene muss man wirklich am meisten aufpassen. Okay. Denn nach dieser Ebene, wie schon in der letzten Folge gesagt, aber vielleicht haben da so viele nicht weit geguckt. Wenn man diese Ebene hier schafft, dann schön und gut. Danach kommt der letzte Endboss. Die Hand des Königs. Die ich hoffentlich heute mal besiege, damit ich endlich diese blöden Tubes bekomme. Ah, das nervt mich jetzt schon, dass ich nicht durch die Gegner durchschießen kann. Ich glaube, ich muss gleich nochmal die Verbesserung holen. Beziehungsweise die... Aber... Mein Bogen verändern, dass ich durch die Gegner durchschieße. Weil das war wirklich mega gut, dass man durch die durchschießen konnte. Naja. Wenn man das nicht schafft, dann kriegt man nur eine Fiole. Okay, das war super dumm schon wieder. Ich habe gleich wieder meine Eule verloren. Ja, man kriegt nur eine Fiole. Das heißt, man kann nicht sein Lebenspool da ganz aufladen. Deswegen sollte ich hier vielleicht auch nicht so viel kämpfen. Das wäre eine Methode, wie ich hier... Fuck, weniger Leben verliere. Oder einfach besser spielen. Wie wäre es damit? Oh, fuck, Alter. Okay. Hey, man verliert hier komisch Leben immer. Immer. Jetzt lasst mich in Ruhe und sterbt einfach. Ja, komm rüber, komm rüber. Und tot. Tod und Gedärme. So. Kacke, jetzt habe ich schon einmal geheilt. Ich brauche halt wirklich so viel Heilung wie geht für... Okay, ich werde hier auch mit meinen lila Dingern arbeiten. Ich werde hier, glaube ich, nicht so viel in den Nahkampf gehen. Ich brauche so viele Leben wie möglich. Ich muss mich so häufig heilen können wie möglich. Beim letzten Boss. Weil der wird, glaube ich, nochmal heftig. Auch wenn ich natürlich Eule und Gedünstels habe. So, Eule raus, das Ding rein, einmal einfrieren. Ein Glück ist hier Blut auf dem Boden. Dadurch sind die sowieso verlangsamt und machen, glaube ich, gar nichts. Auch wenn der sich ab und zu mal... Oh, das ist ja easy. Die teleportieren sich halt ab und zu, da muss man, glaube ich, mal ein bisschen aufpassen. Aber sonst alles easy. Mann, ey, ja, jetzt hasse ich mich schon wieder dafür, dass ich meinen Bogen verändert habe. Dass ich da weggenommen habe, dass ich durch die Gegner durchschießen kann. Das war super dumm. Nee. Jetzt kill die doch endlich mal. Das wird dir so viel helfen, wenn man einfach mehrere Leute trifft mit den Eisbogen. Und die Sache ist, wir heilen uns halt auch nicht, ne? Weil wir haben nicht diese Heilungsmutation drin. Deswegen ist das jetzt natürlich auch wieder ein etwas anderer One. Okay, die
Viecher hasse ich halt auch wie die Pest, ne? Die haben so, oh ja, genau das und das und überhaupt. Oh, ich hasse die Viecher. Diese komischen Weiß. Ja, alles klar, alles klar. Ja, mhm. Ein Hit noch, ich bin tot, dann heile ich mich halt, danke. Diese Bastard, ich sollte denen einfach aus dem Weg gehen, aber ich bin einfach dumm und kämpfe gegen alles. Das, meine Würde verlangt das von mir. Nein, ich mag dich nicht. Nimm dies. Nein, ich geh weg. Der hat aber mein Teil darunter geschubst. So, kill ihn, los. Hier, ich friere ihn für dich ein. Der ist echt, der erinnert mich mega an Vi aus League of Legends. Was ich übrigens jetzt seit einigen Tagen nicht mehr gespielt habe, weil die Season vorbei ist. Witzig, oder? Kaum ist die Season vorbei, juckt mich das Spiel halt gar nicht mehr. Und die neue Season fängt, glaube ich, erst im... Oh Gott! Könnt ihr bitte aufhören, mit einem Hit mich einfach zu vernichten? Nächste Season fängt erst... Ich glaube, im Januar an. Heißt, es dauert ein bisschen. Und so lange brauche ich eigentlich kein Neu mehr zu spielen. Aber spiele vielleicht noch ein bisschen TFT oder sowas, also diese anderen Modi bei LoL. Aber den richtigen Modus juckt mich jetzt tatsächlich gar nicht. Habe ich aber auch ein bisschen sehr exzessiv gespielt die letzten Tage, muss man dazu sagen. Okay, ich kämpfe jetzt einfach gegen gar nichts mehr. Das ist mir hier zu doof. Also vielleicht habe ich das einfach so viel gespielt, dass es mich jetzt nicht mehr so krass interessiert. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar mehr Leben. Ich gehe mal auf Brutalität. Oh mein Gott, hier ist mir schon wieder viel zu viel gedönselt. Nee, aua. Das war alles scheiße. Ich muss mich leider wieder heilen. Das war meine letzte Heilung. Toll. In dieser Ebene habe ich immer voll die Probleme, ey. Das ist voll behindert. Bitte irgendwas zu naschen oder so. Das jetzt ja doofe. Kann ich dann bitte noch ein paar Squalls bekommen? Dann will ich zumindest ein bisschen mehr leben. Oh Gott, er hittet mich halt trotzdem. Hör auf. Alles tötet hier ein. Da ist auch schon wieder irgendwelche komischen Gegner. Ich will das nicht. Okay. Nein, 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 nein. Du die. Du die. Sogar durch die blöde Wand trifft er mich hier. Oh Mann. Ja, ein Hit und ich bin schon wieder tot. Und ich kann mich nicht heilen. Das ist halt die Scheiße. Ja, ist okay. Wie schnell reagieren die denn bitte? Ja, ich bin tot. 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 Ficken, Alter. Diese allerletzte Ebene kriege ich nicht hin. Warum? Ich war perfekt ausgerüstet, meiner Meinung nach. Wieso verliere ich da so viele Leben? Ich werde einmal gehittet und muss mich sofort heilen. Das verstehe ich nicht, Leute. Habt ihr da Tipps? Ich finde diese lila... diesen lila G-Bereich eigentlich ganz geil. Aber die letzte Ebene macht mir trotzdem Probleme. Weil ich da so wenig Leben habe, nicht wahr? Vielleicht sollte man doch auf grün gehen. Grün und lila. Dann macht lila aber auch weniger Damage. Aber man hat natürlich viele Leben. Wenn man, dann überlebt man länger. Man überlebt länger, aber macht dafür weniger Damage. Also es dauert länger, Leute zu töten. Und so, ja. Keine Ahnung. Das ist echt kacke. Ich krieg hier nichts hin. Ich komme über die Legion. Okay, dann danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge. Sie war zumindest nicht so lang wie die anderen. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.